Wenn wir Deutsche im Urlaub sind, ja, dann schätzen wir oft das bessere Wetter, das Meer oder die Kultur eines fernen Landes. Doch eine Sache, die vermissen wir dann meistens doch, egal wo. Und zwar das hier. Unser Brot nämlich und das volle Korn. In manchen Ländern ist diesbezüglich ja wirklich noch so ein bisschen Luft nach oben. Wie frisch das auch duftet hier, ja. Wobei wir natürlich auch ziemlich verwöhnt sind mit all der Vielfalt, die wir hier haben bei uns und in den ganzen Bäckereien. Und weil heute der Tag des Brotes ist, da servieren wir ihn jetzt auch hier in der Drehscheibe, eine echte Brotzeit. Dunkel mit Körnern, hell mit viel Hefe, mit Roggen oder mit Biss. Über 300 verschiedene Brotsorten gibt es und die gehen weg wie warme Semmeln. Knapp 90 Kilo essen wir Deutschen davon im Jahr. Aber wie viel wissen wir tatsächlich über unser Lieblingsgrundnahrungsmittel? Wir gehen dem Brot unter die Kruste und klären die wichtigsten Fragen rund um die leckeren Leiber. Unsere Brotfrage Nummer 1, ist Brot ein Dickmacher? Schon im Teig verstecken sich Kalorienbomben. Mehl, Zucker, Hefe, nichts für die schlanke Linie. Brot macht dick, oder? Ja. Warum? Kohlenhydrate. Das kann ich Ihnen nicht sagen, aber es schmeckt auch gut. Besonders mit Butter und Marmelade. Ich glaube nicht, nee, kein Dickmacher. Das, der Belag ist, macht dick. Das ist ein Grundnahrungsmittel, kann nicht dick machen. Brot an sich ist kein Dickmacher. Das, was da drauf ist, ist manchmal ein Dickmacher. Die Leberwurst also ist viel mehr Dickmacher als das Brot selber. Und Sie haben natürlich Brote, die ballaststoffreicher sind, Brote, die natürlich mehr Kalorienanteil haben. Aber es nützt doch nichts, wenn Sie sagen, ich esse nur eine Scheibe Brot und tue dafür 20 cm dick Frischkäse auf das Brot. Zucker- und fetthaltiger Aufstrich auf Toast. Echt lecker, aber leider auch ein echter Dickmacher. 4 Scheiben Weißbrot haben ohne was drauf schon rund 260 Kilokalorien, so viel wie eine halbe Tafel Schokolade. Dann lieber zum Vollkornbrot greifen, hält länger satt und fördert dazu noch die Fettverbrennung. Also kein Dickmacher, aber ist es deshalb auch generell gesünder? Unsere Brotfrage Nummer 2. Was ist besser, Vollkornbrot oder Weißbrot? Ich denke mal Vollkornbrot. Warum? Wegen den Körnern. Man denkt natürlich das Vollkornbrot, weil an den Körnern mehr Nährstoffe sind. Vollkornbrot, weil, keine Ahnung, ehrlich gesagt. Weißbrot macht ja zum einen nicht sehr lange satt und ich glaube, das quillt ja nur auf, ne? Also, und da sind ja kaum Nährstoffe drin. Warum ist Weißbrot nicht so gesund? Weiß ich auch nicht, weil da keine Körner drin sind, nehme ich an. Also erstmal ist natürlich kein Brot ungesund. Ja. Natürlich ist Weißbrot für die Ernährung, sage ich mal, nicht ganz so ideal. Also wenn man auf gesunde Ernährung achten möchte, sollte man auf jeden Fall Vollkornprodukte bevorzugen, weil das sagt auch schon das Wort Vollkorn, da ist das ganze Korn gemahlen. Das heißt, Vollkornprodukte haben wesentlich viel mehr Mineralstoffe, Vitamine und so weiter. Weißbrot enthält rund 2/3 weniger Mineralstoffe und Vitamine als Vollkornbrot. Aber wirklich ungesund ist es trotzdem nicht. Sein Vorteil? Leicht verdaulich, also optimal für ältere Menschen oder bei Magenbeschwerden. Dazu passt unsere Brotfrage Nummer 3. Macht frisches Brot wirklich Bauchschmerzen? Frisch aus dem Ofen, noch warm auf den Frühstückstisch. So lecker, aber manchmal auch schmerzhaft. Kommt das Magendrücken denn wirklich vom frisch gebackenen Brot? Das könnte möglich sein, das weiß ich nicht genau, aber ich habe auch schon Bauchweh gehabt. Oma hat früher immer gesagt, warmes Brot, Kind macht Bauchschmerzen. Ja, aber ich esse es trotzdem schrecklich gerne. Also mir wird schlecht davon, das ist einfach so. Wenn Sie natürlich ofenfrisches Brot haben, dann haben Sie natürlich den Geruch, der durch die Nase steigt. Und Sie haben dieses Verlangen zu essen. Sie kauen nicht so lange drauf rum. Sie verschlingen das Brot einfach. Und deswegen so ein bisschen Bauchschmerzen. Aber das Brot an sich nicht. Das ist wahrscheinlich dadurch entstanden, im Krieg vielleicht entstanden, weil da natürlich die Brote knapp waren und man nicht wollte, dass die schon vorher aufgefuttert werden, bevor sie letztendlich auf den Tisch kommen. Also das ist völliger Quatsch. Man kann warmes Brot essen, man bekommt da keine Bauchschmerzen. Also auch ofenfrisch können wir unser Brot genießen. Wäre ja auch kein richtiges Frühstück ohne die leckeren Scheiben.